Willkommen zurück zu Metroid Prime 2. Beim letzten Mal haben wir... Ja, wir haben die Energie vom dunklen Torvus zum hellen Torvus gebracht und... Ja, nach so einem ganz tollen Bosskampf und sowas geht's jetzt erstmal zurück zu... Umos, glaube ich. Dem Typen, den einen der wenigen Luminos, die überhaupt noch leben. Der uns jetzt wahrscheinlich sagt, hey, so ist übrigens ein nächstes da und dahin. Wo ich da halt jetzt auch wahrscheinlich sehr bald hingehen wollen würde, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Also das Wörtchen wenn, das wird wahrscheinlich davon abhalten, irgendwo hinzugehen, weil ich dann noch sehe, ach, ich könnte noch da hingehen und da und da und da und da. Obwohl eigentlich haben wir noch nicht wirklich lohnenswerte Dinge, die wir jetzt sonst so abgrasen können, ne? Ich gehe mal davon aus, dass wir sonst so ein bisschen Probleme haben, ständig irgendwo brauchen wir eine Powerbombe oder Spider-Ball. Das sind so die häufigsten Dinge, die wir so brauchen in letzter Zeit. Halt, nee, warte. Das machen wir doch schlauer. Warte. Wenn ich jetzt hier wieder hochspringen kann. Wir haben uns doch da extra hier so einen kurzen Weg gemacht. Ich muss gleich sowieso nochmal gucken, wo ich da eigentlich genau hin muss. So. Weil da muss ich ja nicht da außen rum gehen. Das ist ja so ein bisschen mega unnötig. So, wo muss ich denn hin? Dahin. Okay. Wir müssen ja eigentlich erstmal nur hoch. Und dann mal gucken. Das wird schon. Vielleicht. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Aber dann habe ich schon Ahnung, ne? Kennt man ja. Das Problem. Ich und Ahnung. Oh, hallo. Da meinst du aber, hey Mensch, ich bin originell und warte auf dich. Hm. Nicht so gut. Oh, er hat seine Freunde geholt. Das ist aber nett. Da muss doch nicht sein. Ganz ehrlich. Da muss doch nicht sein. So. Der erstmal langsam hinüber. Ups. Hey. Also schnell sind sie immer noch, aber nicht wirklich mehr gefährlich, weil ich kann sie sehen. Es macht echt einen großen Unterschied, wenn man einfach sehen kann. Ja, schieß gegen die Wand. Eine gute Idee. Oh komm. Na, also es ist schon was Feines, wenn man seinen Gegner sehen kann. Muss man einfach mal sagen. Na, komm her. Zack. Nochmal. Und jetzt einfach nochmal ein bisschen. Einfach mal so erledigen. Das wird schon. Hoffe ich. Wie viel Charge Beam zählst du aus? Hä? Wie viel Charge Beam hältst du aus? Challenge Time. Okay, das ist so viel. So. Hätte natürlich auch die ganze Zeit einfach dran vorbeigehen können, aber. Nö. Dann nicht. Ja, ja, so ist es. Bin da, bin da. Keiner? Ist toll. Das freut mich. So, die Leute gucken, sind mir immer noch Wumpe. Aua. So ist das Thema, sie sind mir Wumpe. Ich will ja nur mal eben schnell und so, ne? Damit der mir sagen kann, hey, geh mal da ins letzte Gebiet und so. Das wird super, hoffe ich, glaube ich. Also ja, gut, letzte Gebiet ist glaube ich, ein bisschen Fehlinformation. Ich glaube, ne, also halt ähnlich wie bei Metroid Prime 1. Es gab danach halt noch so ein Endboss-Gebiet sozusagen. So ein kleines. Aber hey, ich bin wieder da. Für Torvus ist abermals erstrahlt. Nur ein Tempel noch und entbehrt das Licht des Äthers. Brich auf zu unserer Festung, hoch oben in den Felsen. Ja, die Festung ist lustig. In der Festung findest du den letzten Tempel. Suche dort nach Wissen, bevor du in das Nest der Ing eindringst.
gilt es, die Festung mit Obacht zu beschreiten. Ein Ort, der einst unter dem Schutz von Maschinen stand, die wir erschufen. Nun sind sie nur mehr verdorbene Sklaven der Ing. Sie werden dich nicht willkommen heißen. Unser Ziel rückt stetig näher. Möge das Licht des Äthers dich auf deinen Weg geleiten. Okay, ich gehe da mal. Ich habe zwar keine Ahnung, wohin. Ich habe jetzt wirklich keine Ahnung, wohin. Aber mal gucken. Wir können jetzt auch die eine grüne Tür öffnen, ne? Genau, dann können wir da lang. Ja, okay, gut, ich weiß, wo lang. Jetzt hätten wir zwischendurch noch öffnen können, aber ich glaube, dann wären wir wegen mangels Grapplebeam nicht weitergekommen. Also halt den weiterführenden Weg dann halt vom Raumschiff aus und hast ihn nicht gesehen. Wo ich die ganze Zeit schon wieder zwischendurch mal hin wollte. Weil ich mir dachte so, ey Mensch, wir haben ja jetzt die Möglichkeit, da irgendeine Tür zu öffnen und so. Aber ich glaube, auch diese war grün. Aber egal, jedenfalls halt nach der Tür, die Besatzungstür beim Raumschiff der Marines. Ich glaube, kurz danach hätte man Grapplebeam gebraucht, um irgendwie weiterzukommen. Was wir damals noch nicht gehabt haben. Die haben wir jetzt noch nicht so frisch. Dieses Ding. So. Moment. Doch, ja, klar haben wir es frisch. Nicht, haben wir noch nicht so frisch. Ja, das ist nicht so schlimm. So, oben hätten wir auch ein Portal. Das können wir uns eigentlich nochmal angucken, oder? Wo wir jetzt hier sonst vorhin gehen. Generell können wir hier nochmal gucken, ob wir nicht hier das eine oder andere jetzt noch machen können. Ah ne, wir haben da kein Portal, wir haben da einen Ausgang, ne? Doch, wir haben da ein Portal. Gehen wir mal da hin. Und mal gucken, was dann so dahinter ist. Das wird super, das wird toll. Wir gehen jetzt zumindest rein. So, hier habe ich jetzt was. Weltraumpiraten, hey! Nein, machen wir das hier. Oh, wir haben da noch was, eine tolle Tür zum Scannen. So. Ja, mit Schallwellen kann man das öffnen, was? Habe ich jetzt gar nicht richtig vorgelesen. Es tut mir ein bisschen leid. War, wie gesagt, halt nur ein bisschen. Ich war unter Stress, weil wegen Peppos. Peppos sind ja immer so eine Sache. Ich mag die Peppos nicht. Ah, okay, ich habe auch nicht mehr genug Missiles, um da irgendwas zu machen. Das heißt, wir sind jetzt gänzlich auf Charge Beams und sowas ausgelegt. Oder darauf angewiesen, sage ich mal. Natürlich nicht ganz so prickelnd. Aber immer noch besser als nix. So, weiter. Oh Gott. Boah, shit, hat er mich voll getroffen hier. Hab's hackt. Wir halten ja so unendlich viel ausgefühlt. Wenn etwas schon irgendwelche Supermissiles irgendwie mehr aushält. Gut, wir spielen halt auch auf Veteranen-Schwierigkeitsgrad. Das hatten wir schon bei Metroid Prime 1 gemacht. Weil sonst wäre es wahrscheinlich zu einfach aufgrund der Tatsache, dass man halt alles selber zielen kann und alles. Nein, das Spiel ist ja jetzt grundsätzlich nicht so schwer. Bin zwar schon gestorben, aber ist es ein schweres Spiel? Nein. Definitiv nicht. Allein schon, dass man sich halt hier, speziell halt in ganzen Lichtbubbles und sowas immer wieder hochheilen kann, ist ja nicht so verkehrt. Ich habe übrigens mal wieder ein bisschen Missiles. So. So zur Abwechslung. Okay. Jetzt ist natürlich so die Frage, was haben wir jetzt hier? Warum können wir hier sein? Und wer ist eigentlich Paul?
Und wo kriege ich ein bisschen Energie her? Oh, du bist neu. Ein dunkler Talon-Mitch von euch. Vom Fitzerling besessen Energieparasit. Symbiotischer Kreis hat beträchtliche Steigerung. Ja, gut. Sie werden so schnell groß. Okay, so sehen also finstere Mitchells aus, ja? Oh, komm. Ich bin fast am Überlegen, ob ich hier einfach vorbeigehe. Weil ich nicht so viel Lebensenergie habe. Oh shit. Tragen die schon irgendwelche Dinger weg? Eine ruhende Ingenklaue. Undurchdringlicher Fitzerling im Tiefschlaf. Objekt ist von undurchdringlicher Höhle umgeben, befindet sich derzeit im Tiefschlaf. Toll. Was hast du? Bin ja hier nur von Metroids umgeben. Objekt wurde durch Metroids sämtliche Bioenergie entzogen. Waffensysteme sind aufgeladen, offenbar war angreifender Metroid im Überraschungsvorteil. Nicht ein einziger Schuss zur Selbstverteidigung wurde abgefeuert. Das kann man gleich sehen, das ist toll. Nein, das ist das Falsche. So, das wollte ich scannen. So, Objekt wurde durch Metroid sämtliche Bionik entzogen. Munitionsvorräte sind erschöpft. Da Objekt starb offenbar im Kampf. Besser als manch anderer Typ hier. So, kann ich von hier aus denn noch irgendwo hin? Ja, zur rechten Seite. Dann versuche ich doch mal, mich irgendwie da durchzubewegen. Und aber nicht ganz so zu sterben. Viel Möglichkeit habe ich nicht. Ich habe keine Missiles. Verdammt. Das könnte jetzt ein Problem werden. Wir haben ein mittelschweres Problem. Das ist keine Übung. Das ist wirklich keine Übung. Hallo. Dann nehme ich mal weg und versuche irgendwo zu speichern. Na, also halt, damit ich irgendwie Lebensenergie habe oder so was. Weil das sieht da jetzt nicht ganz so prickelnd aus. Wo habe ich denn noch mal Speicherstation? Ja, habe ich erstmal gar nicht, das ist toll. Hier zurückgehen, muss ich auch relativ weit zurück. Hm. Gut, dann probieren wir es jetzt erstmal nicht. Dann probieren wir erstmal hier weiterzukommen. Okay, gut, es geht. Wir kriegen hier relativ viel Lebensenergie zurück. Wenn ich jetzt hier ein paar Wespen hier töte. Bestimmt auch so das eine oder andere. Jo. Ist auch nicht verkehrt. Diesmal, das sieht schon wieder ein bisschen besser aus. Nur weil ich ein paar Wespen getötet habe. Gut, jetzt droppen sie wieder weniger. Irgendwas ist ja immer. Guten Tag. So, erledigen wir noch ein paar. Einfach nur für ein bisschen Leben. Es ist auch gar nicht, ob ich jetzt einfach in der normalen Welt halt weiter gucken wollen würde oder ob ich da in der dunklen Welt zumindest da die lila Tür öffnen wollen würde. Vielleicht gibt es da einen Energy Tank oder so, was auch nie. Missiles hätte ich, Leben hätte ich. Wir könnten also theoretisch einfach wieder dran vorbeilaufen. Weil derzeit die, sag schon, die Metroids zu bekämpfen,
gestaltet sich als DZ schwierig, weil die so viel aushalten. Und ohne Missiles kann ich da relativ wenig gegen machen. Gut, inzwischen habe ich ein paar, aber jetzt hebe ich mir die auf für die Tür.